So, kann ich jetzt noch irgendwie kurz noch mal ballern? Weil... Fuck. Das haben wir nicht gewettet. Because, dann kann ich jetzt noch mal zurückrennen. Und die Bulli holen. Au. Und hier kommt man noch mal hoch, ne? Warte mal, komme ich von da oben? Oder ist hier ein Geheimnis? Ah! Moin! Und da liegt nur Rüstung. Siehst du, das hatte ich nämlich gesehen. Ich habe mich schon gewundert, wie man da hinkommt. Fallschaden nehme ich ja nicht, ne? Was ist das? Ach stimmt, die Muni nimmt ja so viel weg, ne? Och nö. Hey. Shit. Och nö. Oh, okay, alles klar. Habe ich den einmal komplett Raketen dran geballert und der war tot? Ups, als habe ich den Aufsatz geändert, ne? Wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Au. So, eigentlich brauche ich ein bisschen Muni, ne? Okay, das ist wieder halbwegs voll. Aber Rüstung liegt ja auch rum. Die sammle ich aus Sicherheitsgründen langsam ein. Gut. Okay, der Dämon war gerade relativ entspannt. Wenig Munition, das höre ich gerne. Na, komm her. Ach ja, stimmt. Fuck. Das vergesse ich immer. Ich dachte mal, okay, alles klar, ist dann, so ein Geschenk, wenn die... Juhu! Flup! Das haben wir nicht gewettet! Ich wollte gerade sagen, ist der schon tot? So! Juhu. Siehst du, das ist natürlich geil, wenn die, wenn die in Box jedes Mal HP verlieren. Lol, ich kam noch gar nicht von oben. Ob ich diese wirklich abfuck, weil die so... extrem lange brauchen zum Sterben. Schließe alle Begegnungen in der Mission für Waffenpunkte ab. Die Anzeige für dämonische Verderbtheit, was Verderbtheit, zeigt die erhaltenen Punkte an. Jede Mission vergibt insgesamt 10 Punkte. Wie habe ich einen? What? Gib Waffenpunkte im Reiter Arsenal im Dossier. Tab aus, um deine Waffenmod zu verbessern. Ach so, ich glaube pro Level kann ich bis zu 10 Stück bekommen, je nachdem wie viel ich kille. Und jetzt habe ich den ersten bekommen. Okay, was hatte ich jetzt noch? Mikroraketen. Präzision kann ich nicht. Ach so, dafür brauche ich 3. Und ich habe 6. Kann ich auch sparen? Sicherlich, oder? Schnelles Nachladen, mehr Wumms. Ah. Haftbomben, die benutze ich ja eigentlich am meisten, ne? Haftbomben, Explosionskurse um 45% mehr. Das heißt aber nur der Radius, ne? Also nicht der Schaden. Nachladegeschwindigkeit um 20% erhöht. Schieße 5 Haftbomben ab, bevor du nachladen musst. Okay. Ich mach das. Das kostet 6. Oh shit. Das hat reingehauen. Okay, aber mehr kann ich nicht, ne? Mhm.
So, Frenos, jetzt lass mich hier mal ganz in Ruhe. Siehst du, sowas beachte ich denn immer gar nicht, logischerweise. Wenn man denn voll im Stress ist. Nein! Ich frage mich, ob irgendwann ein Dreifachsprung kommt. Brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Plus 6. Achso, das ist dann dieses natürliche Heal, was dann rumliegt, ne? Hier ist noch so eine Seite. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich hin und da komme ich wahrscheinlich irgendwie rüber. Also hier ist auch noch was. Da komme ich wahrscheinlich hin und einmal rum, wa? Da oben kann ich lang und hier. Aber erstmal würde ich da gerne hoch. Geht das? Schnauze! Achso, siehst du, diesen Nahkampfschlag müsste ich mal öfter machen. So, warte mal, hier wollte ich auch gar nicht lang. Also erstmal. Shit, ciao. Fuck. Oh doch, hat geklappt. Nein! Ich drücke immer den Doppelsprung vorher schon. Ich vergesse immer, dass ich den ja eh öfter benutzen kann. So, erstmal so. Shit. Ciao. Aber das Gute ist, ich komme eben immer wieder zurück. Okay, dann ist aber hier oben noch einer. Ah, warte mal, da komme ich bestimmt. So. Und dann kann ich auch sicherlich... So. Oh nein, ich bin so doof. Warte mal. Nein. Ich lebe noch. Hä? Ich glaube, es ist auch eine Herausforderung, wenn man nicht stirbt. Also nicht mal abstürzt. Okay, ich glaube, das soll nicht so gehen, oder? Aber ich muss doch hier irgendwie trotzdem hoch. Ne, warte mal, hier gab es ja das, die Schwingdinger. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Ich weiß sogar nicht, ob ich da jetzt überhaupt schon hin muss. Oder ob das nicht irgendwann kommt. Weil das sieht fast so aus. Ne, von da oben eigentlich nicht. Dankeschön. Oder gibt es irgendwann noch einen Dreifachsprung? Aber das sieht so aus, als wenn man hier überall noch irgendwo hinkommt. Juhu. Ach, dann komme ich ja wahrscheinlich jetzt demnächst hin, wenn ich jetzt irgendwie rumgehe hier, oder? Au. Das sieht schmerzhaft aus. Yippie. Der ist immer so ungebremst und so schnell. Okay, da muss ich hoch. So nicht. Lass mich raus! Da war ich gerade. Hier komme ich, glaube ich, her, oder? Ja, hier komme ich her. Du musst es abschießen. Nee. Finde König in Kammer, hol die Hülle des Himmelsuchers zurück. Guck mal, da ist auch noch was. Oder habe ich das schon aufgesammelt? Achso, da ist er abgeschlossen. Shit. Ciao. Okay, cool, man landet letztendlich ungefähr da, wo man abgestürzt ist. Ach hier, hä? Wie habe ich denn das nicht gesehen? How did I oversee this? Komische Architektur. Boah. Alter. Die Kette. Shit. So was.
wir hier. Hier. Und einmal nach. Yeah. Oh, was ist das? Looks interesting. A dash. Oh. Drücke links Shift, um dich schnell zu bewegen. Oh. Oh. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Dings? Oh, geil. Zweimal kann man das machen. Shit. So auf jeden Fall nicht. Warte mal, kann man das auch nach oben? Nee. Oh, guck mal da. Juhu. Okay. Oh. Uff, die Uff. So, wie komme ich da jetzt hoch? How did I come there? Shit. Ach da. Man muss auch ein bisschen das noch betrachten, was es gibt. Was man noch an Möglichkeiten hat, ne? Oder was man noch so an Fähigkeiten hat. Darf man nicht außer Acht lassen. Boah, die Mütze drückt ab so einem bestimmten Zeitpunkt immer auf den Kopf. Iselin wird nervig. Bist du hier? Boah, sehe jetzt als die Oberarme. Die 60er. Bro, I don't understand you. Kann ich mich nicht hinsetzen? Kann ich den Moment nicht genießen? Ah. Ich schaue mich weg. Schönes Geheimnis. So, noch ein schönes Almanach-Zettelchen. König Novik. Okay, da will ich mal ganz kurz gucken, was mit König Novik ist. König Novik herrschte lange Zeit, lange Jahre als Krieger, Patriarch über Santine Prime und war geweihter Beschützer der hoheitlichen Wächterwelten. Das Volk der Wächter ist vom Vermächtnis vieler Krieger geprägt und akzeptiert als würdige Herrscher nur Angehörige der Kriegerkaste. Kriegerkaste? In Kriegszeiten wird erwartet, dass der König auf dem Schlachtfeld an vorderster Front steht, anstelle von der Sicherheit seines Thrones aus zu reagieren. Es steht im Wächtergesetz geschrieben. Achso, ich muss Enter drücken, jetzt check ich's. Geschrieben, dass ein König, der sich nicht in der Schlacht bewährt, der Herrschaft nicht würdig ist. Okay. Aber ist der jetzt gut oder böse? Ui. Mit LED. So, hier ist doch immer gerne mal was versteckt, oder? Boah, fuck.
Jetzt hätte ich gerade schon wieder fast vergessen, wie das da links geht. Moin! Hä? Boah! Du gehst mir auf den Sack! Weißt du das? Och, nö. Wo ist das? Hä? Seit wann funktioniert das nicht mehr? Also, ich will mal auf Sprinten drücken. Und dann drückt ihr mal ganz aus Versehen, passigerweise, wegdashen. Junge, wie viel überlebt der? Achso, das sind ja nur die Lushis. Bau den Himmelssucher wieder auf. Gerne. So. Hä? What the fuck? Achso, es steht unter Strom. Ganz wichtig. Ah, okay, alles klar, jetzt sind wir hier wieder. Ich war ganz eigentlich, hatte das Level gerade. Die Wächterbatterie kann ihrem Schiff zusätzliche Energie verleihen. Diverse Module werden nicht benutzt. Mit weiteren Batterien können Sie alle Funktionen Ihrer Kommandozentrale einsetzen. Nope. Ah, Plasmawerfer. Ich glaube, da, ja, das Ding ist geil. Oh, Revenant. Revenant, oh no. Oh no. I don't want you. Reicht doch nicht so doof aus. Alter, das Plasma-Ding ist echt geil. Nerv nicht. Aber die Karre ist echt fucking schnell, ja? Friss das. Schön mit einem Speed Dash ran und außen locken. Ah, siehst du, die Faust, die müsste ich öfter mal machen. Ah, hier unten sein, bis hier landet. Ah, moin. Na sicher hat er so schnell reagiert. Weil du ein kleiner mieser Bot bist. Kleiner mieser NPC. Ciao. Das war meine Hand in groß. Ich vertraue der Ruhe noch nicht. Ich würde sowieso ganz kurz nochmal erkunden, aber hier oben geht es nicht weiter. Oh, ein Fragezeichen. Guck mal, das soll hier sein Würfel, ne? Das ist ja doof. Warum ist das ein Fragezeichen? Oh, eine Schallplatte. Geil. Das ist geil. Also hier kam ich her, glaube ich. Da oben ist noch ein Rüstungsupdate. Kumpel, ich brauche mal deine Hilfe.
Ich gehe mal den obvious falschen Weg. I see what I did wrong. Dankeschön. Das Dashen ist voll geil eigentlich. Schade, dass das nicht nach oben geht, das Dashen. Muss ich hier was machen? Baue den Himmelswerfer wieder auf. Ach, hier muss ich wahrscheinlich, oder? Hier rein. Batsch, batsch. Wie matschig. Boah. Gehst mir auch mächtig gewaltig auf den Sack hier. Okay, das ist mies, dass man hier nicht springen kann. Schnauze! Schnauze! Oh, warte mal, Automap. Ich würde sagen, ein Vieh kommt da bestimmt noch. Boah, das ist so mies, wenn du hier reinfällst. Moin. Haschbomben. Achso, jetzt kann ich ja updaten. So, Plasmawerfer, der ist natürlich richtig crazy. So, Hitzestoß. Das Abfeuern des Plasmawerfers verursacht zusätzlich Hitze. Crazy. Das ist geil. Das ist ja einfach nur zusätzlicher Schaden quasi, ne? Boah, alte Maus 2 zur Zielerfassung gedrückt und feuere dann einen fokussierten Plasmastrahl ab, der den Gegner ins Taumeln bringt und bei Tod explodieren lässt. Klingt auch gut. Ja, komm, das sieht geil aus. Da denke ich zumindest, dass ich da gefühlt mehr von habe. Ich glaube, das Ding hat auch mal ein bisschen Angst so. Oh fuck, lass mich Ruhe. Shit. Ich glaube, das ist so dieses Prinzip, ja, ich gehe jetzt hier den extra Weg für das extra Leben. Na, zuckst du zusammen? Ah, der geht aber auch nicht kaputt. In der Nähe ist ein Wächter-Energiekern. Aktivieren Sie damit den Mech, um den Weg frei zu machen. Ah. Ah, okay, alles klar. Ich understand. Schlups. Die AA-Batterie eingesetzt. Könnte ich auch gerne. Würde ich auch gerne können. Die Mucke im Hintergrund hört sich gerade ein bisschen so an wie von Metro Exodus. Oh, oh lala. Moin. Ich mag diese Wände teilweise nicht. Aus Gründen. Brum, 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 brum. Na, Empfangskomitee? Schön, wenn das so übersichtlich ist. Hallo. Ach, euch mag ich. Ihr seid entspannt. Ich finde es immer geil, wenn ihr den Kopf so reindrückt. Ach, hier geht's runter. Okay. Was? Da können wir noch ein super Geheimnis verstecken. Böse. Ich habe das doofe Gefühl. Warte mal, ich habe doch Automap, ich Idiot. Aber ich glaube tatsächlich habe ich schon alles.
Bis jetzt. Cool. Upsala. Achso, das wird wahrscheinlich hier... Hä, warte mal. Ach, ich kam hier doch her, oder? Kam ich hierher? Nee, hier kam ich nicht her. Warte mal. Bin ich gerade lost? Lost in Lava? Hä, kam ich hierher? Bin ich total bescheuert? Oder ist hier normalerweise was gewesen? Guck mal, an der Kette kann ich ja hochklettern. Shit. Ich vergesse es immer wieder. Ciao. Okay, was genau hat das jetzt hier für einen Zweck? Ach, muss ich irgendwas mit dem Portal-Dings da machen? Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ne, das war jetzt nicht so das Ziel. Okay, hier ist so ein Ding. Und hier ist so ein Ding und hier unten ist halt so ein Ding, ne? Ja, warte mal, war ich da schon drauf? Ich check's. Ach, ich muss das, geschwindigkeitstechnisch muss ich das schaffen. Wahrscheinlich. Los! Okay, ich glaube nicht, dass da eine Geschwindigkeit hinter war, oder beziehungsweise ein Timer. Meine Fresse, dreifach wandig. Die wollen hier irgendwas, auf jeden Fall verstecken. Nö. Ey, versteck dich nicht. Die verstecken sich mutwillig. Oh. Natürlich taumelt er gerade. Fuck. Oder? Ich glaube, er ist kaputt, oder? Shit. Ich spring noch nicht weg. Ich hatte das Gefühl, irgendwas war hinter mir. Och nö. Ich hasse dich. Sieht ja fleischig aus. Mensch, geht weg, ich muss ein Finishing Move machen. Ich habe den Plasmawerfer noch merkt gerade. Ich liebe dieses Geräusch. Scheiße, Name! Na toll. Oh, shit. Yo! Lass mich doch in Ruhe. Bist ja zum Glück überhaupt nicht nervig.
Ich glaube, ich frage sie auch, was ich hier mache. Warte mal, was war jetzt nochmal das Plasma-Ding? Da habe ich ja, glaube ich, eingezielt, das was übelst viel Schaden macht, ne? Dazu muss ich jetzt ihn erstmal anvisieren. Los, explodiere! Ui. Achso, ich glaube, der war gerade im Finishing-Move. So. Okay, also die Plasma-Pistole, die macht echt ordentlich Schaden. Aber ich habe einen Waffenpunkt. Den kann ich ja vielleicht ein bisschen was upgraden. Wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Aber irgendwo muss ein so ein Scheißvieh noch rumtaumeln hier. Oh shit. Oder? Ach nee, ist offen. Okay, ich weiß gar nicht, ob das sonst auch offen ist. Juhu. Das Ding finde ich eigentlich ganz cool. Der Plasmawerfer, der macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Aber ich weiß auch gar nicht. Warte mal, war das jetzt schon alles? Hab ich jetzt hier Plasma-Dings? LOL! Werf nicht um! LOL, mach ich den Plasmawerfer damit einmal leer? Das wäre richtig heftig. Na gut, ist natürlich eine ordentliche Attacke, aber ich habe den auch gerade nicht mal annähernd damit tot gekriegt. Also gut, annähernd, ja schon. Dash Booster. Das sieht sehr kompliziert aus. Das erfordert wahrscheinlich echt eine Menge. Eine Menge Fingerspitzengefühl. Danke. Dann bringen wir den Pott mal dahin, wo er hingehört. Ach nö. Naja, ich fuck hier nicht lang rum. So. Jetzt natürlich die Frage, habe ich hier irgendwo schon zufälligerweise irgendwas übersehen? Ich habe da eine Map. Okay, da ist noch irgendwas. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da nicht irgendwie zufälligerweise sogar hin muss. Hm, hier sieht es so aus, aber ich glaube, das ist einfach nur because of Synchronität. Oh, warte mal. Das könnte doch so gut passen, dass man da denkt, okay, alles klar, das Feuer, da muss ich nicht hin. Aber theoretisch, oh, guck mal hier. Schön, dass man da nicht rübergeht. Ich wette, da geht's weiter in der Map. Und die wollen einfach nur verhindern, dass ich hier lang gehe. Ach, Leute, du kannst gar nicht durchs Feuer gehen. Hey. Hat das schon gedacht. So. Rein damit. Sieht auch zum Glück gar nicht eklig aus. Cool. Moin, Kollege. Speicherpunkt. So, sanfte Landung. Ihr seid zum Glück gar nicht nervig. Jo, drei Stück.
Hersteller. Ich würde sagen, hier war doch irgendwo noch einer. Alter! Beruhige dich! Der sieht mit dir noch mal aus. Los, lass Mumie fallen! So. Ich liebe diese Finishing Moves. Ich frage mich, ob man unverwundbar ist in der Zeit, wo man Finishing Move macht. Boah, ey, dieses Zeug im Boden hier, das ist echt verdammt nervig. So. Scheitert es jetzt an euch? Tatsache. Ah, siehst du, das müsste ich mir auch mal angewöhnen, dass ich hier noch mal öfter den Flammenwerfer benutze. Den habe ich mir sonst umsonst gekauft. Oh. Du hast mir gerade noch sowas von gefehlt. Oh krass, also das verbraucht echt viel Muni auch. Aber damit kriegt man den auch ziemlich schnell runter, da habe ich das Gefühl. Also mit den Raketen. Also zumindest, wenn er nah dran ist. Warte mal, ich habe das Gefühl, da habe ich noch was übersehen. Okay, ich glaube, wenn man hier oben drauf ist, vielleicht da lang. Irgendwo hier hinter zufällig? Nee. Wäre natürlich ein Riesenvorteil, wenn man hier nicht im Wasser landet. Oder gut, was wie auch immer man das hier nennen soll. Warte mal, hier war doch gerade kurzzeitig Stein. Ich glaube nicht, dass du da hoch kannst. Sieht halt auch aus, als wenn die da extra Rippen hingepackt haben. Ach, guck mal, aber hier kommt man auf jeden Fall hin, denn. Also hier mit diesen Schwunghaken. Okay, da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Na ja, mal gucken. Nee, komme ich auch nicht hin. Alpha-Wand, vielen Dank. Ah, warte mal, das Ding kann ich bewegen. Juhu! Oh, lol. Ach, geil. Ich habe jetzt gerade gar nicht zugeschlagen, merke ich gerade. Ich habe so einen Sprung dagegen gemacht. Okay. Juhu! Ach, alles klar, ich muss hier eh hoch. Ah, oh, schade. Einmal gegengeschlagen gegen die Batterie. Lalala. So, da geht's rein. Das gute Stück. Zieh. Oh, bupp. Ach ja. Oh, warte mal. Ah, ich brauche nur den Dash-Bonus. Ah, fuck. Los, verkack's nicht. Oh. Oh, das hätte ich sogar mit zweimal Dash hinbekommen. So. Oh, Alter. Lass mich auch in Ruhe. Ich will die Rune haben. Huhu, geil. So, ich wollte das hier machen, ne? Dann mach ich mal Gesundheit. Da habe ich mich gleich hinterlassen, häufiger Rüstung. Das ist eigentlich ganz cool. Die Frage ist, what's the Definition von Rüstung bei Doom? Oder beziehungsweise häufiger. Öfter mal, ab und zu mal. Juhu. Oh, war das ein Hinweis? Oh.
Come on. Beruhig dich, Bro. Yo, rück dich ab, Mann. Oh, shit. Was soll ich? Shit. Oh, Alter, safe. Oh, geil. Das finde ich auch geil, dass es abhängig von wo du rangehst, dass es da unterschiedliche Finishing-Moves gibt. Das finde ich ganz cool. Ne, ich glaube, das ist falsch. Muss ich da lang? Ach, guck mal. Oh, Geheimnis. Oh, lol, das sieht ja crazy aus. Was war das? Was zum F war das? Dürfte ich das mal bitte wissen? Ich glaube, das war einfach nur Dings, oder? Einfach nur Rüstung. Oh nö. What? Achso. Juhu. Ja, hey, geil, ich bin schon voll. Achso, ich glaube, das blaue Ding, das hat alles aufgefüllt. Ach nee, das heißt, nee, 125? Bro. Beruhige dich. Was kommt davon? Shit. Und der andere, der ist schon in Jagdgründe eingegangen. Doofe Frage, musste ich hier hin? Alter. Slayer-Schlüssel. Der Slayer-Schlüssel schaltet ein nahes Slayer-Tor frei. Wenn er alle 6 Slayer-Tore abschließt, abschließe? Ich dachte, schaltet frei. Achso, wenn ich die jetzt Tore abgeschlossen habe, Zugang zu Unmichael in der Fortress of Doom. Okay, ach hier. Juhu. Schweißtreibende Schweißtreibende Begegnungen, Munition und Extra-Leben, die in einem Slayer-Tor verbraucht werden, werden danach nicht aufgefüllt. Was werden danach nicht aufgefüllt? Bei Abschluss winken 3 Waffenpunkte und einen Himmelsschlüssel. Jedes Slayer-Tor mit einem Slayer-Schlüssel geöffnet wird mit einem Stein, der in der Nähe des Tors befindet. Okay. Oh Gott. Ja, so ist das. Ist interessant, würde ich sagen. Oh nein. Achso, jetzt kommt doch wieder Dings, ne? Jetzt kommen wieder Zombies! Nicht Zombies, Dämonen. Ja, natürlich die wirklich nervigste Sorte, die es gibt. Guck mal hier, da brennen. Das auch noch. Alter, ihr seid so scheiße nervig. Wisst ihr das? Warte mal, ich hab doch hier noch Fist of Doom. Achso, das lädt sich ja nur auf, ne? Jo! Kleinstes Level, was geht. Jo, passt auf jeden Fall gerade echt zur Mucke. Alter, es kommen ja denn noch die großen Dämonen hier. What the fuck bist du? Oh, keine Muni mehr, geil. Dann kann ich ja nur noch mit Nate.
kein Ziel. Hä, natürlich habe ich ein Ziel. LOL. Okay, ich wette, hier liegt irgendwo Munition rum. Erstmal HP, das ist ganz gut. So, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Kettensägen-Treibstoff. Du kleiner Wichser. Zieh ab, Kollege. Hä? Warum wurde ich jetzt teleportiert? Jo, ciao. Okay, also Munition liegt genug rum, man muss sie nur finden, ne? Jo, du gehst mir Mech hier auf den Sack, weißt du das? Oh. Ja, lol. Okay. Stopp! Alter. Also, to be honest, das Plasma-Ding ist vollkommen übertrieben. Aber ich glaube, ich verballer halt auch die ganze Muni. Wenn ich mich nicht komplett irre. Boah. Absolut nicht brutal. Zum Glück gar nicht, ne? Achso, Schlüssel. Hey, geil, Himmelsschlüssel. Du hast einen Himmelsschlüssel erhalten. Erhalte alle 6 Himmelsschlüssel, um den Maschine in der Fortress of Doom zu aktivieren. Okay, habe ich ja schon gelesen. Alter. Aber du bist natürlich genau richtig reingekommen. Wo jetzt hier gerade so ein extra Level ist. Der Rest ist eigentlich entspannt. Eigentlich völlig entspannt. So. Das muss jetzt erstmal raus. Ey, keine Munition mehr. Aber das Plasma-Ding ist echt geil. Guck mal, da komme ich auch vorbei, oder? So. Kabel war mal wie eine Spinne. Das Lebenssignal des Verräters ist nahe. Okay, geil. Die Dinger klappen, glaube ich, ab. Oh, one up. Warum kommt das jetzt erst wieder? Oder warum kommt das jetzt dann wieder? Egal, ich hab's. Ach nö, jetzt muss ich von hier wieder. Warte mal, war das extra Leben da vorher auch schon? Das habe ich gar nicht gesehen. Da kann ich ja wieder gehen. Wenn das ja entspannt ist. Wieso? Hast du jetzt Spaß und Spannung erwartet? Es gibt überall Bewegungsmelder und Artillerie. Hast du eigentlich WoW runterladen? WoW? Weil ich glaube, Daniel, der müsste doch jetzt auch eigentlich demnächst kommen. Da wollten wir doch unseren Clan aufmachen. Na guck mal, da ist der Verräter. Ich sagte, ihr sollt mich zurücklassen. Ich gehöre hierher. Dein Volk zu retten wird dir keinen Frieden bringen. Nur deine Last weiter erschweren. Jetzt willst du der Khanmaker selbst trotzen? Es ist an der Zeit, für dein Volk Buße zu tun. So wie es Zeit für meines war. Schöne Laterne. Hör zu, Slayer. Wenn sein Herz zur Ruhe gebettet wird, wird seine Seele Frieden finden. Und auch meine. Oh oh. Muss ich den jetzt bekämpfen? Ich will dich bekämpfen, der war, ist eigentlich ganz cool. Oder sieht ganz cool aus. Aber geiler Hammer. Nee, habe ich auch nicht so richtig Lust drauf. Hö. Ich dachte, WoW hat das ja gestern gesagt, können wir ja mal reingucken. So, habe ich noch irgendwas übersehen? Ah, der hat eine coole Bude auf jeden Fall. 1000 Quadratmeter. Schöne Statue, schön warm, keine Heizkosten. So wie es sein muss. I guess. Wollen wir es übersehen? Wahrscheinlich.
Blub. Boah, das hört sich halt echt an wie Metro, ne? Die ganze Zeit die Mucke. Ach, da muss ich runter. Och, nö. Die machen noch einen Abgang, ne? Au. Schön, dass ich da auf jeden Fall draufklettern kann. Extraktionspunkt identifiziert. Also über die Ketten. Ich markiere den Standort auf dem Hub. Boah. Ich komme wieder hoch. Wie unfair. So. Man muss mal sehen. Oh, hier war ein Fragezeichen. Shit. Boah, das. Warte mal, nee, das wäre zu viel Weg jetzt wieder zurück, ne? Obwohl, warte mal, das ist da, wo ich ja gerade herkomme. Hier und dann hier, ne? Fuck. War klar, dass ich was übersehen habe. Werde ich hier schon beschossen von irgendwo? Ach, da unten. Was für ein Wichser. Überhaupt nicht übertrieben. Warte mal, bin ich jetzt im Kreis? Ich check's gerade nicht. Achso, nee, warte mal, ist doch, glaube ich, richtig. Nee, das ist das alte, scheiße. Aber hier ist auch noch eins. Ach, da ist ein Level up. Nee. Ist aber auf jeden Fall echt sehr mies versteckt. Shit. Autsch. Ich wollte sagen, schmeißt die kleine Sackratte da immer noch was? Ach, hier! Juhu! Shit. Wo ist denn der kleine Boy? Achso, das ist ja. Ich verwechsel hier manchmal die kleinen Entspannten. Der ist also ihr Wesen hier. Die kleinen Entspannten mit den riesigen. Und der verballert hier schon meine. Meine ganze Munition. Oh! Social Distance! Social Distance! Oh nein! Du, da, ne, und so, reicht gerade kein Bock. Oh. Ja, ein bisschen HP. Hat noch niemanden geschadet. Ah, jetzt check ich's. Das nimmt jedes Mal Dings weg. Nimmt jedes Mal hier von der. What the fuck? Ich bin hier im Sack hier. Das nimmt jedes Mal Plasma-Muni weg. Wo ist denn das? Ah, warte mal, das heißt, dass ich mehr Schaden mache, ne? Nein! Ich würde es gerade noch ausnutzen. Wow. Hallo, darf ich mal ganz kurz Ruhe haben? Sind hier noch irgendwelche anstrengende? Gut, ist anstrengend. Boah, yo, beruhigt euch mal. Ja, du auch. Hey, Kettensäge. Alter, okay. Die Plasma-Pistole ist echt überhaupt nicht übertrieben, ne? Der ist schon tot. Stop, he's already dead. Ja, Portale. Heißt immer nicht viel Gutes. Waffenpunkte erhalten. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich noch was updaten kann. So, HP wäre mal ganz cool. Irgendwo hinten habe ich noch HP gesehen. Ach, hier ist eh so eine große Box. Okay.
Flupsch. Ja, Kampf 8 von 10 und Erkundung 11 von 15. Schlupf, schlupf, schlupf. Kann man hier 10 von 10 bekommen? Geheime Kampfbegegnung. Geheime Kampfbegegnung? Oh, geil. Okay, 3, 4 Sachen habe ich vergessen. Codex, okay, das waren 2 Seiten. Ah, und die Spielzeuge, schade. Okay, das ist auf jeden Fall immer online hier. Okay. Klingt doch gut. Cheatcode. Drücke Lert. Um fortzufahren. Ich speichere jetzt aber erstmal. Aktivieren Sie jetzt Ihren Himmelssucher, um die übrigen Höllenpriester zu finden. Hm. Machen wir doch gleich mal. Der zweite Höllenpriester befindet sich im nördlichen Gebiet der Erde. Ich kalibriere nun das Portal. Geil. Sind wegen fehlender Energie Bereiche gesperrt. Sobald die Energie wiederhergestellt ist, haben Sie Zugriff auf das ganze Schiff. Das ist tatsächlich ein Schiff. Achso, warte mal, ich wollte vorher was gucken. Arsenal. Alter, 7. Und eine Rune oder was ist das? Ah ne, Rune war das hier. Codex, das ist hier Herausforderung. Codex ist einfach nur die Infos. Aber hier könnte ich jetzt mal langsam... Okay, das ist noch gesperrt, weil das gesperrt ist. Aber hier kann ich fortfahren, ne? Okay, warte mal. Welche benutze ich jetzt relativ gerne? Die Plasma, ne? Mikrowellenstrahl. Schnellere Strahlen. Aufladung. Zielerfassungsreichweite des Mikrowellenstrahls um 50% erhöht. Ah, weiß ich nicht. Der ist ja echt schon heftig, aber das ist so, wenn du einen riesen Boss hast, wo du danach dann eh nicht mehr ballern musst, nach dem Motto. Dämonen, die vom Mikrowellenstrahl getoastet werden, entfesseln eine Erschütterung, die Gegner in der Nähe des ins Taumeln bringen. Profi-Tipp. Explosion bei Tod. Größer Dämon, größere Explosion. Idealer Finisher bei einem starken, angeschlagenen Dämon. Verbraucht schnell Munition. Verbraucht schnell Munition? Bei einem stark angeschlagenen Dämon. Aber ich dachte eher weniger. Verbraucht schnell Munition. Hm. Okay, das sind die Mini-Raketen. Und Präzisionsbolzen. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Haftbomben-Nachladegeschwindigkeit 20%. Haftbomben größer, das habe ich schon. Schieß 5 Haftbomben ab, bevor du nachladen musst. Warte mal. Ah, da habe ich denn hier Meisterschaft, ne? Oder da brauche ich ja Meisterschaft für. Und das sind hier noch diese Billo Points. Billo. Da weiß ich nicht. Die Haftbomben sind eigentlich ganz cool. Mikroraketen nachladen um 75% gesenkt. Nachladezeit gesenkt. Kills mit der schweren Kanone erhöhen Mikroraketenschaden um 5 Sekunden um 30%. Ich will mal ganz kurz gucken bei Steam. Was geht? Zockt ihr irgendwas? So. Die Shotgun, da denke ich immer nicht so oft dran. Die, gut, das hätte ich mir ehrlich gesagt sparen können, aber ich glaube, da hatte ich ja nur die Waffe am Anfang, wo ich den zweiten Mod bekommen habe. Aber hätte ich mir den sparen können? Ich hätte mir den wahrscheinlich auch sparen können, ich Schlaumeier. Wobei, wenn ich jetzt hier durchgucke, Präzision
Ja, obwohl, ist schon ganz geil. Aber muss natürlich dann auch treffen, ne? Mikrowellen und Hitzestoß. So. Ah, das Problem ist, Kills mit der schweren Kanone erhöhen Mikroraketenschaden für 5 Sekunden um 30%. Das sind alles so Sachen, so, wo ich denke, ja gut, das ist eigentlich ganz cool. Auch hier mit der Nachladezeit. Das ist auch so... So schnell brauche ich das teilweise nicht. Also, weiß ich nicht. Vollautomatik. Ja gut, benutze ich jetzt nicht so oft die Haftbomben. Was ist hier jetzt denn noch? Nachladegeschwindigkeit. Ich bräuchte mehr Magazinkapazität. Das wäre geil. Vielleicht spare ich mir die auch erstmal. Ich muss die jetzt ja nicht auf Krampf ausgeben. Mikrowellen, Reichweite. Ja gut, Reichweite ist vielleicht ganz geil. Letztendlich kann ich das aber hier eh nicht machen, weil ich hier gesperrt bin, weil ich hier diese Punkte brauche, die Meisterschaftspunkte. Und so richtig blockiert dadurch, dass das nicht aufgeladen ist, wurde ich ehrlich gesagt noch nicht. Wirklich. Ach komm, ich spare erstmal. Ich spare erstmal, guck, was noch kommt. Boah, es fühlt sich so smooth an. Habe ich irgendwas verändert? Ach, hier ist noch zu. Dieses Himmelskörper-Ding hier, das war geil. Oder war das Himmelskörper-Ding? Hieß das Himmelskörper? Was hießen nochmal die Extra-Leben? Ach, guck mal hier, das war die Schallplatte, ne? Coole Mucke. Genau jetzt, wo das Riff kam. Wächterbatterie. Setze die Wächterbatterie in den Fortress of Doom. In Sockel ein. In der Fortress of Doom in Sockel ein. Hä? Setze Wächterbatterien in der Fortress of Doom in Sockel ein. Was ist denn das für ein Deutsch? Oder bin ich gerade braindead? Um Gegenstände freizuschalten und Teile in Sockel ein. Naja. Du kannst Wächterbatterien. Okay. Mission. Okay. Hauptsache erstmal einen mitgeben. Kumpel, die ist doch nicht zu schwer für dich, oder? Wenn er gerade so. Der Energieniveau steigt. Stelle Energiezufuhr für Haupt- und Zusatzsysteme wieder her. Achso. Kann ich hier noch lang? Was gibt's denn hier? Alter, das ist ein richtiges Luxusschiff hier, ne? Holy shit! Habe ich wieder zu viel Quadratmeter gekauft, als dass ich es bräuchte, wa? Hat der Slayer sich gedacht. Warte mal. Ach so, hier ist jetzt offen, geil. So, was habe ich jetzt hier? Oh, Eis! Oh, geil, kann ich das probieren? Modifikation ihrer Werfer wurde fertiggestellt. Die Bombe hüllt Gegner in der Nähe in gefrierende Gase. Wechseln Sie am Werfer manuell zwischen der Benutzung von Eisbomben oder Splittergranaten. Da wäre noch interessant, wie. Okay, das ist Eis, aber wie kann ich das umstellen? Geh. Achso, lädt noch auf. Ach du heilige Scheiße, lädt das lange. Das wusste ich auf jeden Fall noch nicht. Warte mal. Ach, das ist doch hier dieses, dieses Riesenflaggschiff. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die hat auf jeden Fall mal ordentlich Schaden gemacht. Ah, jetzt ist es fertig. Hä? Ach so. Ach, das ist statt Granaten. Jetzt check ich's. Boah, Granaten dauert ja auch ewig. Oh, shit. Boah, das geht aber echt weit runter. Oh, warte mal, baut der hier einen riesen Slayer? Ah, ne, ist glaube ich nur Deko. Ja, ich wollte gerne rein. Sorry fürs Warten lassen. Hört sich so 8-Bit-mäßig an. Oder so 9-Bit.
So nach ein bisschen mehr, jetzt die Mucke aus, oder was? Repertorium. Repertorium. Gesperrt. Nichts ist für mich gesperrt. Also immer wenn ihr hier so einen Schlagen seht, dann drücke ich auf Nachladen quasi auf Maus 4. Also zumindest ist Nachladen bei mir auf Maus 4. Das müsste ich vielleicht dazu sagen. Warte mal, ist das jetzt doch noch mein Schiff? Naja, killt euch aber erstmal gegenseitig. Mein Finishing Move gerade zerstört. Du kleine Sacklaus. Okay, manchmal wäre es doch ganz geil, wenn der Finishing Move doch schneller gehen würde, ne? Ihr seid echt ein bisschen nervig. Okay, wenn der jetzt hier oben immer noch. What? Okay, ne, sind die, ist das Taumel auf jeden Fall echt verdammt lange bei denen. Zumindest viel länger als ich dachte. Ich hatte gedacht, okay, alles klar, das ist ein bisschen länger, aber nur so, dass du vielleicht ein oder zwei denn mehr schaffst. Ey, wollte ich gar nicht. So, Munition. Was könnte ich denn jetzt noch brauchen? Eigentlich habe ich alles wieder voll, ne? Boah, 175? Das wusste ich nicht, dass die so voll sind. Ist jetzt die ganze Zeit diese Mucke? Weil das wäre doch schon ein bisschen nerf. Bisschen nerfy perfy. Aber warte mal, eigentlich ist das ja ganz gut zum Geheimnis verstecken, ne? Ein Geheimnis, aber. Boah, lol. Oh, UAC, geil. Ist loading. Jetzt hätte ich gern diesen. Boah, geil. Alter. Sieht aus wie mein Desktop. Rip and Tear Hex.mp3 Daisy Pigs Shotgun Portrans Collect Collectors Best Kills Comp MP4. MP4, also ein Video. Und dann nochmal Glory Kill 1, MP4 und Kill List. Das ist ja geil. Oh, guck mal, hier eine Pizza. Geil, das ist doch hier so eine, also da sieht man schon, dass sie wirklich viel mit Bethesda gemeinsam haben. Weil das sieht so ein bisschen aus wie so ein Power-Rüstungsständer. Geil. Oh, benutzen. Ach, warte mal, das ist mein Dings einfach nur, ne? Warte mal, Sammlerstücke? Achso, das ist einfach nur die Mods. Aber ich habe doch keine drei Mods dafür, oder? Und ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, welche ich habe. Komm, Shotgun. Okay, da habe ich noch richtig. Ach, das hier. Ah, ich check's gerade. Das sind die ganzen Figuren, die ich bis jetzt gefunden habe. Die eine hier. Und da hatte ich ja noch so einen komischen Helm gefunden. Oh, lol. Demon Farm. Dead Demons. Green Eggs and Pentagram. The Kako in the Roy. Lol, was hier nicht alles dabei ist. Der Doomslayer. Oh, guck mal, die alten. Upsala, sorry. Die alten Doom-Teile hier. Ist hier Doom 2014 auch dabei? Lol. Ganze Zeitschriften hier. Das sieht natürlich echt cool aus. Moin, danke. Aber warum waren jetzt die Dämonen gewesen? Haben die mein Haus angegriffen? Meine schnieke Bude? Okay, ich muss in die Richtung, aber... Ach, da vorne hin.
Oh. What's denn das'n? Oh, ein Mod. Lass mich rein! Ich bin freundlich! Prätorenanzug. Punkte. Mit Prätorenanzugspunkten holst du dir. Alter, Prätorenanzug Extras. Prätorenanzug Extras verstärken deine Fähigkeiten oder schalten neue frei. Dossier öffnen, um fortzufahren. Ach du Gott. Prätorenanzug Tutorial. Dieses der Reiter Anzug des Dossiers. Hier kannst du deine Fähigkeiten verbessern und neue Fähigkeiten freischalten. Ach du heilige Scheiße. Das ist einfach nur mehr Schaden. Schaden gegen einen eingefrorenen Dämon ist erhöht. Achso, ich habe jetzt einen Punkt. Und ich brauche ja eigentlich fast überall. Na gut, hier brauche ich nur einen Punkt. Der Strahlenschutzanzug erleidet weniger Schaden im Giftschleier und giftigem Wasser. Boah, habe ich da vorher schon Schaden genommen? Hatte ich gar nicht gewusst. Höheres Tempo beim Hochziehen an Kanten und Stangenschwung. Schneller Waffen- und Modwechsel. Dash füllt sich schneller wieder auf. Boah, 4 Punkte brauche ich davon. Glory Kills füllen Dash auf. Das sind alles so eine Sachen. Guck mal, das kostet 4 Punkte, ne? Das sind alles so eine Sachen, wo ich ehrlich gesagt immer gar nicht so genau, was ich gar nicht so genau checken würde. Oh, siehst du, ich habe hier vorhin hier oben hingezeigt. Da sah meine Kamera drüber. Erhöht die Automap-Station auf der Automap. Hä? Enthüllt die Automap-Station auf der Automap. Warte mal, die Automap, die habe ich aber sowieso, ne? Oder verstehe ich das jetzt falsch? Weil die Automap, die habe ich doch erst, weil ich die Automap-Station gefunden habe. Deswegen ist das doch eigentlich schwachsinnig. Fortschrittsgegenstände im Dossier. Erkundung ist eigentlich ganz geil, ne? Achso, ich sehe die im Vorhinein schon. Ah, na gut. Ich dachte auf der Map. Ah, größere Aufdeckung. Alles klar. Ah, das ist geil. Das kostet natürlich 3. Vielleicht spare ich da drauf. Weil hier Schutzanzug wüsste ich jetzt gerade noch gar nicht, ob ich das brauche. Und das Einzige, was ich mir jetzt leisten kann, ist das hier. Die Bildchen und das ist einfach nur, wo die Autostation ist. Wahrscheinlich, dass ich die vorher schon sehe. Ich meine, gut, das würde natürlich auch was bringen, weil wenn ich die finde oder wenn ich die habe, na gut, wenn die erst in der Mitte ist sozusagen vom Level, dann bringt sie mir auch nicht viel. Höheres Tempo beim Hochziehen an Kanten. Egal, ich spare erstmal. Oder muss ich jetzt? Nein! Ich muss eine. Höheres Tempo beim Hochziehen an Kanten und. Oh, na, das ist. Ach, das brauche ich aber alles gar nicht so. Na, vielleicht mache ich das ja. Achso, warte mal. So. Egal, dann mache ich das hier mit der Automap. Oder enthüllt? Ne, ich mache das hier mit der Automap. Ja, hey, wollte ich eigentlich gar nicht. Aber danke. Danke für nichts. So, warte mal. Irgendwas wollte ich doch noch. Arsenal. Wo waren das jetzt hier? Achso, ja, das war ja. Das kriege ich ja nur, wenn ich es gefunden habe. Also quasi hier mit der Gesundheit und so. Hier habe ich ja noch 7 Punkte. Aber da wusste ich jetzt gerade noch nicht. Aua. Ach so, hier muss ich. Ah, okay. Hier baller ich so eine Energiequelle rein und komme ich hier rein und kann ich mir aussuchen, what ich brauche in dem Moment. I guess. Die möchte ich haben. Natürlich ist eine Etage höher. Hier?
Ah ja. Aha. Das heißt, genau hier drunter ist dann quasi mein Personal Room. So, aber ich glaube, ich speichere jetzt erstmal, weil wenn du Doom so lange spielst, dann bist du eh durch irgendwann mit den Nerven. Warte mal, kann ich jetzt speichern? Was ist ein Speicherpunkt laden? Ich gehe erstmal rein, weil ich glaube, dann ist es auf jeden Fall safe, wenn es gespeichert hat. Dann gehe ich erstmal in Labern-Bildschirm und dann gehe ich mal schnell auf Toilette. Und ich werde gerade angerufen. So. Du hast den Himmelsucher und kannst jetzt den Aufenthaltsort der übrigen Höllpriester feststellen. Der Granak, der Anführer der UAC-Einheit hinter der Erdinvasion, wurde in einer entlegenen Kulissenbasis in der Arktis geortet. Infiltriere die Anlage und neutralisiere Granak. Infiltrieren heißt so viel wie töte alles, was dir da irgendwie über den Weg läuft. If I'm getting this right. Boing. Missionsherausforderungen sind optimale Prüfungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Mission abgeschlossen werden können. Der Abschluss einer Mission verleiht einen Prätorenanzugspunkt. Also wenn man alle abschließt, verleiht das eine Wächterbatterie. Und die Wächterbatterie, die kann ich dann einlösen, kann ich dann aussuchen, ob ich ein Dings möchte. Hier so ein Prätorenanzug oder ein Mod. Kannst du im Reiter Herausforderung das hier einsehen. Herausforderung. Ach, die kann ich machen, wann ich will. Achso, muss ich natürlich finden, ne? Also wird angepinnt und dann muss ich die finden. Oder? Herausforderung lösen. Fixieren, lösen. Achso, ja. Ich könnte ja auch mal lesen, ne? Sammle einen Wächterkristall. Entflamme 4 Dämonen mit einem einzigen Flammenspeierschuss. 4 Dämonen. Das ist nicht so schwer, ne? Zerstöre ein, okay, das ist auch nicht so schwer. Na gut, das kann ich ja wirklich mal probieren. Flammenwerfer war R. Boah, da muss ich echt mal drauf, muss ich mal öfter mal drauf achten, dass ich das habe. Aber ich werde jetzt erstmal speichern.